Glück auf, Bonsai-Kumpels, Sternchen in. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu diesem Video. Und zwar ist das ein weiteres Video aus der Reihe Bonsai Talks. Worüber möchte ich talken? Es gibt was zu feiern. 1000 Abonnenten. 1500 Abonnenten. Ja, und da sind wir auch gleichzeitig bei der freudigen Nachricht und auch bei dem Problem. Ich habe dieses Video schon ein paar Mal versucht zu drehen, auch in der Vergangenheit, nachdem ich 1000 Abonnenten hatte und wollte das immer schnell nachliefern. War auch an einem anderen Ort dazu, konnte da, weil ich da unter Publikum war, aber irgendwie nicht vor der Kamera vernünftig reden, weil ich euch eigentlich da was zeigen wollte. Das werden wir in einem anderen Video nachholen, wenn wir vielleicht ein paar mehr Abonnenten zu feiern haben. Dann werde ich es auf jeden Fall machen. Ich muss mich noch ein bisschen so vor der Kamera gewöhnen und so, das ist alles noch so fremd, aber ich würde mal sagen, für ein 1500 Abonnenten Video bringe ich es einfach hier im Keller, weil das bringe ich zeitnah. Wir haben heute den 30.04. Ihr seht das Video morgen am 1.05. Ich denke, dass ich dann die 1500 voll haben werde. Und dieses Video will ich jetzt einfach endlich zeitnah bringen. Ich will auch ein paar Sachen loswerden. Also das hier, kleiner Disclaimer, das wird ein reines Laber-Video. Also wer keinen Bock hat zuzuhören, schaltet ab. Alle anderen sind herzlich eingeladen, mir ein bisschen zuzuhören. Ich möchte ein bisschen was über mich erzählen, wo die Reise des Kanals noch hingeht, warum wir überhaupt hier sind und so ein paar Sachen. Und da würde ich mich jetzt gerne irgendwie zu äußern. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich fange erstmal an. Danke, dass wir 1500 Leute sind. Das ist, also vor 6 Wochen oder so waren wir noch 1000. Das ist unglaublich. Ja, dann wollte ich ein 1000 Abonnenten-Video, Special-Video drehen. Wie gesagt, ich habe 1-2 Anläufe. Dafür brauchte ich gutes Wetter, weil das eine Outdoor-Aufnahme war. Hatte ich abgepasst und da ja im Moment noch dieses Corinna 19 herrscht, war da eine Menge los an dem Ort, weil die Leute ja sich viel im Freien aufhalten, würde ich jetzt mal sagen. Deshalb müssen wir das mal irgendwann anders drehen, aber ich will euch gerne hier was zeigen. Das hatte ich, wie gesagt, eigentlich zum 1000 Abonnenten Special Video vor, aber ja, das nur so am Rande. Ja, und zum 1500 Abonnenten Special will ich euch jetzt hier erstmal im Keller begrüßen. Leider im Keller oder unter Tage, Bonsai-Kumpels. Ja, und was will ich dazu sagen? Erstmal, wie gesagt, danke, dass wir so viele Leute sind. Ich finde das geil und gleichzeitig auch sehr interessant und habe damit so nicht gerechnet, weil ihr seid nicht nur 1500 Abonnenten, ihr seid auch 1500 Probanden bei meinem eigentlich kleinen heimlichen Test, den ich mit euch gemacht habe. Und zwar geht es darum, wie viele jetzt mittlerweile schon bemerkt haben, da sage ich gleich noch mehr zu, ich komme nicht aus dieser botanischen Szene, ich bin kein Gartenlandschaftsbauer, ich bin kein studierter Biologe oder Umwelttechniker oder irgendwie sowas. Ich komme eigentlich aus der Kfz-Branche. Also ich habe mal informationstechnischer Assistent erst gelernt, so, dann habe ich Karosseriebau gemacht, dann habe ich ein bisschen zu lange Fahrzeugtechnik studiert und habe eigentlich mit Botanik nichts zu tun. Wie gesagt, ich kam dazu, weil ich meinem Vater damals einen Bonsai geschenkt habe und der das Interesse in Anführungsstrichen daran verloren hat, oder mein Interesse größer war, auch an seinem Baum. Und dann kommt diese Sammelleidenschaft als Mann durch. Das war so wie früher, als wir geangelt haben. Man wollte jeden Angelhaken, jeden Blinker haben und noch die Angelroute und das noch. Oder jetzt, ich komme aus der Kfz-Szene, dann will man das Werkzeug von dem Hersteller haben und noch die Nuss und das noch. Und das ist, glaube ich, so ein Männertick. Also gibt ja auch, die meisten von uns sind ja Männer in unserem Hobby hier, Bonsais. Ich glaube, das ist so ein Männertick und da gehört so eine gewisse Sammelleidenschaft dazu, dass man das noch haben möchte und das noch und keine Ahnung, ich würde das jetzt mal unserem männlichen Geschlecht irgendwie so zusprechen. Ja, und deshalb ist immer mehr geworden und mehr geworden, dann hatte ich halt ein paar Bonsais und dann habe ich noch nebenbei eine Halle, in der ich viel schraube, in der ich auch eigenen Motorsport ausübe. Also ich habe da einen Rennwagen stehen, mit dem ich auch bald wieder Motorsport machen möchte. Und YouTube ist ja allgegenwärtig, gerade in der Kfz-Szene ist das ein sehr prägnantes Thema und wollte da eigentlich YouTube machen. So, jetzt guckt man sich da die Konkurrenz an und Mitbewerber ist ja nicht unbedingt Konkurrenz, also die anderen Leute, die auch halt in der Kfz-Szene YouTube machen und die haben diese ganzen Skills drauf. Wie schneidet man ein Video, wie nimmt man vernünftig Video auf, wie geht man mit YouTube um, wie macht man Thumbnails, wie macht man einen Kanalbanner, all das, was ich mit euch gelernt habe. Weil wenn wir uns mal zurückerinnern und uns mal mein erstes Video angucken, was ich irgendwo hier oben verlinke oder auch mal vielleicht in der Videobeschreibung, das wäre eine Katastrophe. Und das in der Kfz-Szene hätte ich da eine Bauchlandung gemacht. Also habe ich mir damals überlegt, ja, irgendwo mit muss das doch mal ausprobieren. Habe ich so überlegt, ich mache noch Kampfsport nebenbei,
Ah, nee, das wollten die anderen nicht, das hatte ich da auch angesprochen. Die wollten sich nicht so in der Öffentlichkeit präsentieren. Da mache ich noch viel Fitnesssport nebenbei. Da gibt es auch viel intelligente Konkurrenz, sage ich jetzt mal. Und ich wollte nicht so im Fitnessstudio vor anderen Leuten so Videos machen, lieber hier alleine bei mir im Keller. Und ja, dann habe ich gedacht, ach, ich mache ja Bonsais noch. Und Bonsais ist immer wieder allgegenwärtig so bei YouTube für mich gewesen, so von anderen Leuten. Und habe ich gedacht, ach komm, dann zeigst du einfach mal so das, was du machst, als Vlog. Deshalb ist ja dieses Format Bonsai Vlog entstanden. Und daraus dann halt so verschiedene andere Formate. Die Basics, wo ich Grundlagen erkläre, die ich eigentlich selber gar nicht beherrsche oder nie gelernt habe, sondern das sind nur die Sachen, so wie ich sie mache, so wie ich mich da reingelesen habe, so wie ich denke, aus der Schnittmenge von allen, dass ich denke, dass das ein guter Weg ist. Aber das ist nicht, das war das letzte Schluss. Das ist nur so eine Idee. Und viele andere von euch haben ja bessere Ideen, auch viele andere von euch haben viel mehr Ahnung als ich und daraus nähre ich so ein bisschen. Und mittlerweile weiß ich so viel über Pflanzen, das ist der Wahnsinn. Also ich, keine Ahnung, ich gestalte von Kollegen irgendwie Gärten auf einmal oder gebe denen Tipps, wie sie ihre Bäume im Garten oder Sträucher beschneiden sollen. Irgendwie bin ich so langsam zum Gärtner mutiert. Ja, und eigentlich wollte ich einen Kanal machen in der Kfz-Branche. Ja, und jetzt auch so der Disclaimer so ein bisschen, das werde ich auch definitiv machen. Mit dem, was ich durch euch gelernt habe, weil ihr seid ein sehr zurückhaltendes, nettes Publikum, sage ich jetzt mal. In der Kfz-Szene hätten die mir das in den Kommentaren schon alle um die Ohren gehauen. Nicht, weil ich fachlich schlecht bin, weil das kann ich definitiv tausendmal besser, was ich da vorhabe, als das, was ich euch hier die ganze Zeit zeige, sondern weil die viel höhere Qualität von Videos und so gewohnt sind. Ja, und so habe ich gedacht, ich fange jetzt mal mit diesem milden und netten Publikum der Bonsai-Szene an. Also auch meistens sind das ja auch etwas ältere Leute, die dann etwas zurückhaltender sind mit ihren Kommentaren. Und wenn dann auch nur geistig gute und clevere Kommentare abgeben. Hier und da kommt auch ein bisschen Kritik, aber dann sehr konstruktive Kritik, was ich auch sehr feiere, weil nur so, ey, dein Video ist Miep oder das hast du Miep gemacht, das bringt ja keinen weiter. Also, ja. Und deshalb sind wir super geil gewachsen. Ich habe viel gelernt. Ich habe gelernt, wie YouTube funktioniert, wie Videos machen funktioniert, wie Schnitt funktioniert, wie selbstständig machen funktioniert, um monetarisierte Einnahmen abzuführen. All damit musste ich mich einmal beschäftigen. Ja, und bei Bonsai habe ich auch nicht vor, das jetzt irgendwie auszuschlachten oder so, indem ich irgendeine Kooperation mit irgendwem eingehe oder Werbeeinnahmen von irgendwelchen Firmen einkassiere. Ich will auch nicht mit Bonsais handeln, um hier Geld mit zu verdienen. Das möchte ich aber in der Kfz-Szene machen. Also ich will da eigene Produkte herstellen, die Produkte will ich verkaufen, also Teile für Autos, für Rennwagen speziell. Und da so drumherum ein bisschen. Deshalb ist dann mein YouTube-Auftritt für den Kfz-Channel zum Beispiel Werbung für meine eigene selbstständige Unternehmung, während das hier wirklich nur so ein Ausschnitt aus meinem Leben ist. Deshalb keine Sorge. Das Einzige, was ihr so abkriegt, ist diese Werbung, die ich jetzt hier so ein bisschen reinschalte. Das ist einmal A zum Lernen und B ein bisschen die Umkosten hier zu finanzieren, weil ich viele Sachen halt speziell anschaffe, nur um Videos zu machen. Das muss man halt sagen. Also nicht das Equipment, auch manche Pflanzen, Bäume, Utensilien in Unmassen, irgendein Draht, den ich eventuell gar nicht brauche, damit das halt cool aussieht, wenn hinter einem so eine Kupferspule Draht hängt. Ja, und solche Sachen. Und weil ich hatte ja schon mal Bonsai Talks am Anfang des Jahres gemacht, wer keine Lust auf diese Werbung hat, ich meine, als YouTube-Partner wäre es jetzt eigentlich blöd, das zu sagen, aber es gibt ja Möglichkeiten, diese Werbung nicht gucken zu müssen. Dann nutzt das einfach. Also ich zwinge ja keinen, die Werbung zu gucken. Und wer die Werbung gucken will, guckt sehr gerne. Ihr könnt die nach 5 Sekunden wegklicken. Und wer mich mehr unterstützen will, der guckt das einfach länger, weil desto länger ihr das guckt, desto mehr Einnahmen generiere ich aus den monetarisierten Sachen. Ja. Aber das brauche ich nicht. Und irgendwer hatte dann auch vorgeschlagen, netterweise, unter diesem Video, was ich da gemacht hatte, ihr macht doch so ein PayPal-Me irgendwie so und hier lasst die Spenden zukommen. Also ich will keine Spenden. Also das ist nett gemeint, das ist sehr nett gemeint. Das ist auch, glaube ich, so ein amerikanisches Ding eher so, um Spenden zu bitten. Aber ich habe nicht mehr darum gebeten, das hat man mir angeboten. Und trotzdem möchte ich das nicht, weil das hier, das soll nur aus meinen Finanzen entstehen und auch nur mit den geringen Mitteln, die ich teilweise hier und da habe. Und dann ist das auch so. Und ich will jetzt, wie gesagt, mich nicht bereichern. Ich wollte das nur mal kurz klarstellen, dass das halb so ein bisschen in die Richtung geht. Ja, und jetzt sind wir, wie gesagt, 1500 Leute. Aber ich hätte mir so ein bisschen was überlegt, das kommt ja bei so anderen YouTube-Channels immer so, und ich will auch was zurückgeben. Also ich will nicht nur mich bereichern an euch, ich möchte euch auch ein bisschen was zurückgeben. Ich kann nicht jedem von euch, das war jetzt eigentlich für 1000 Abonnenten gedacht, nicht jedem von euch 1000 was geben, aber vielleicht einem von euch da draußen.
Und dann war so die Idee, wie ich dazu gekommen bin, das seht ihr morgen in einem Video am Sonntag, so ein bisschen meine Neuzugänge. Und zwar habe ich hier ein Asa palmatum atropurpureum, also einen roten japanischen Fächerahorn. Da hatte ich mir mal 3-4 Stück von gekauft im Jahr 2018. Das ist ein 4-Euro-Bonsai zu dem Zeitpunkt. Also 5 Euro ist er jetzt mindestens wert, nachdem ich 2 Jahre Liebe reingesteckt habe. Einen von meinen neuen kleinen Teichtöpfen und mein Granulat. Der steht auch auf Akadama-Bims mit Kanuma und Lava. Aber das kennt ihr ja. Ja, und ich habe mir gedacht, so um euch ein bisschen was zurückzugeben, das ist schon sehr komisch zu sagen, würde ich gerne diesen Baum verlosen an einen von euch da draußen. Also wer auch immer das jetzt sieht und Lust hat auf so einen Baum und vielleicht noch keinen hat oder schon einen hat, oder ich würde den gerne einfach verlosen. Und wer da Lust zu hat, würde ich jetzt erstmal sagen, der sollte unter diesem Video einen Kommentar schreiben und in seinem Kommentar sollte der Hashtag vorkommen. Also ein Hashtag ist diese Raute und Hashtag ja, ich will. Also jeder, der das in einem Kommentar herunterschreibt mit ja, ich will, der nimmt quasi an der Verlosung teil. So nennen wir das mal. Und wenn ihr das jetzt seht, haben wir den 1. Mai und am 31. Mai, damit auch jeder die Gelegenheit hat, das Video zu sehen oder daran teilzunehmen oder auch noch mehr Leute als meine Abonnenten, also ihr müsst nicht meine Abonnenten sein, ihr könnt Gott weiß woher kommen, müsst mich nicht abonnieren und müsst da auch nichts für tun, außer einen Kommentar, weil ich muss ja irgendwie wissen, wer daran Interesse hat. Ihr könnt daran teilnehmen und am 31. werde ich das mit so einem Zufallsgenerator aus und wenn der Zufallsgenerator einen ausspuckt, der dieses Hashtag hat, der ist dann der Gewinner dieses Baums. Das werde ich dann in einem entweder separaten Video oder einfach nur in dem Kommentar bekannt geben. Das werden wir dann mal so in 4 Wochen sehen. Und eine kleine Eingrenzung muss ich machen. Also viele andere machen das immer nur so, aber nur aus Deutschland, weil Deutschland weiter versandt. Ich weiß nicht, was das kostet. Wir haben ja hier so ein paar Zuschauer, zum Beispiel Pablo, den professionellen Bäumeentsorger, der aus der Schweiz kommt, dann haben wir noch den Auswandererkanal, die kommen aus Bulgarien, glaube ich, gucken hier. Dann haben wir noch Matjes, ich hoffe, ich spreche deinen Namen richtig aus Slowenien. Also auch ihr könnt mitmachen, wenn das Porto dann 10, 15 Euro kostet, ist mir egal. Dann Hauptsache, es ist keiner ausgeschlossen. Aber das behalten wir mal so europaweit. Ja? Ich möchte nicht nach Asien, USA oder Afrika irgendwie was schicken. Da weiß ich nicht, wie das mit Versand etc. ist. Also ich würde mal sagen, jeder, der aus Europa kommt, darf daran mitmachen. Und wenn ihr Bock auf diesen Baum habt, dann würde ich mal sagen, als 1000 oder jetzt 1500 Abonnenten Special verlose ich diesen Baum, der einen Gegenwert von, ich sag jetzt mal so 5 Euro hat. Hat zwar 4 Euro mal gekostet, 2 Jahre mein Besitz, aber ich packe noch nicht die Tüte, aber so ein kleines Düngekörbchen mit Biogold, mache ich schön voll, lege ich dabei, stecke ich noch nicht rein, gieße ich auch noch nicht an, das könnt ihr dann selbst entscheiden, wann ihr damit anfangen wollt mit dem Düngeprozess. Lege ich noch oben drauf, habe ich mir gerade so überlegt. Das packe ich noch mit dabei. Ja, und um das ein bisschen auszureizen, wir haben bei 1000 Abonnenten ein 5-Euro-Bäumchen. Und jetzt einfach mal ganz blöd gesponnen, ja. Auch wenn das ewig dauern wird, ist mir egal, bloß um mal so eine Anregung vielleicht zu geben oder für mich selber auch so Ziele zu setzen. Wenn wir 10.000 Abonnenten sind, steht hier ein 50-Euro-Bäumchen. Und wenn wir 100.000 Abonnenten sind, dann steht hier ein 500-Euro-Bäumchen. So, und dazwischen wird es gewisse Zwischenschritte geben. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass sollte ich mal irgendwann die 5000 erreichen, was ja nicht ganz so unrealistisch ist, wenn ich mir den Wachstum von anderen Kanälen angucke, dann steht hier ein 25-Euro-Bäumchen. Also so die Zwischenmenge zwischen, ihr versteht ja, oder? Ja, und irgendwie so mal gucken, wie ich so die Etappen setzen werde, aber ich werde euch zwischendurch was zurückgeben. Und vielleicht auch der eine oder andere, wenn ihr das Bäumchen kriegt, dann vielleicht macht ihr auch einen YouTube-Channel auf und berichtet darüber, oder sendet mir mal Videomaterial zu oder mal hier das eine oder andere Foto, dass man darüber berichten kann und sieht dann so die Entwicklung der Bäumchen und hat dann irgendwann ganz viel Bonsai-Freunde oder Bonsai-Kumpels in Europa verteilt. So sehe ich das. Finde ich ganz cool. Also so ein Freundschaftsbäumchen, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, das ist die eine Sache. Wie gesagt, danke, dass ich so viel bei euch lernen durfte, wie YouTube und so funktioniert. Keine Sorge, es wird wie gewohnt hier weitergehen, also mindestens jeden Sonntag. Ich hoffe auch, demnächst klappt das alles reibungslos, immer pünktlich zu 18 Uhr. Ansonsten irgendwie Sonntag rum kriegt ihr immer ein Video. Ich habe 25 Videos auf Halde. Jetzt kommt erstmal viel mit Umtopfen. Ich habe die jetzt erstmal so gesetzt, dass die jeden Sonntag rauskommen, aber ich habe ein paar andere Projekte, die fange ich jetzt an, weil ich topfe jetzt gleich noch den letzten Baum um und dann geht es schon los mit den ersten
Sämling einpflanzen, das wird ein neues Video. Dann gibt es noch ein, zwei Bonsai Basics Videos. Dann gibt es eine ganze Menge Projekte übers Jahr verteilt und ein paar Langläufer, die ich dann immer wieder so dazwischen setzen werde und die anderen Videos ein bisschen aufschieben werde, sodass ihr eine Mischung kriegt aus. Jetzt im Moment kann man jeden Sonntag nur umtopfen. Das wird jetzt auch erst noch ein, zwei Wochen so gehen und demnächst hoffe ich mal so eine Woche umtopfen. Und also kann sein, dass ihr im Dezember noch ein Umtopf-Video seht, was ich jetzt im Frühjahr erst gedreht habe. Nur, dass ihr dann Bescheid wisst, ich versuche da eine gewisse homogene Mischung reinzubringen. Oder eine Pluralität, wie man ja heutzutage sagt. Ob das so gelingt, werden wir sehen. Und vielleicht noch dieses Zusatzvideo, vielleicht kommen wir sogar darauf, dass wir mittwochs und sonntags was kriegen. Das müssen wir uns dann mal anschauen. Aber wie gesagt, hier geht alles weiter, auch wenn es demnächst von meiner Seite aus auch noch eine andere YouTube-Interesse geben wird, wo ich ein bisschen mehr in Richtung Kfz gehe. Ich werde das dann vielleicht hier auch mal kundtun. Ich weiß nicht, ob das sich beißt oder ob die Kfz-Leute vielleicht, dass sie sogar mögen, das, wer weiß es. Wenn ich mal irgendwann eine richtig geile Werkstatt habe, dann werden auch im Eingangsbereich überall meine Bonsai stehen, so stelle ich mir das vor. Und eine schöne Mischung zwischen Natur und Technik. Also so sehe ich das. Weil viele auch mal sagen, ich gehe so technisch vor. Ja, jetzt bin ich schon ganz gespannt, wer das Bäumchen mal irgendwann gewinnen wird. Weil das weiß ich auch nicht. Ich hatte erst überlegt, ich hab jetzt durch Zufall noch zwei von diesen T-Shirts hier erhalten, aber die haben nicht so gute Qualität. Deshalb gab es noch zwei kostenlos hinterher, so ein T-Shirt zu verlosen. Aber das wird vielleicht in den nächsten Sachen so mit dabei sein. Wie genau, das weiß ich noch nicht. Ja, und ich will mich auch entschuldigen, dass ich jetzt nicht diese Euphorie versprüht habe, weil diese 1000 Abonnenten, das war ja schon, das ist hier so das Damoklesschwert bei YouTube. Und als, ich weiß noch, als das vor ein paar Wochen erreicht war, da war ich völlig Feuer und Flamme, völlig, keine Ahnung, voller Euphorie und so. Das seht ihr morgen auch in dem Video, was ihr morgen seht, bei den Neuzugängen. Das war nämlich, glaube ich, der Tag, als ich das Video gedreht habe, wo das mit den 1000 Abonnenten erreicht war. Und da sieht man mir meine Freude auf jeden Fall wirklich an, die immer noch besteht. Aber ich denke, das nächste Mal so eine Freude wird so bei 10.000 oder so, wenn so der nächste Break-Even-Point so erreicht ist, ausgelöst. Ja. Aber ich freue mich trotzdem, jeden Tag die Videos zu machen, diese Community, die gewachsen ist. Ach ja, genau, jetzt fällt mir gerade ein. Es tut mir leid, dass ich viele Videos, ihr schreibt ja viele Kommentare unter den Videos. Ich werde die alle beantworten. Ich komme nur in letzter Zeit nicht so richtig dazu, weil ich in letzter Zeit, wenn ich abends dann nochmal Zeit habe, hier hinfahre und nochmal ein Bäumchen rein, ein Umtopf. Ich habe jetzt 25, 30 Bäume umgetopft, auch sehr große Sachen, sehr mühsame Sachen. Und mich dann noch abends irgendwo in Ruhe hinzusetzen und qualitativ hochwertige Antwort zu schreiben und da gute Kommentare von euch, das ist mir ja nicht möglich. Und ich will nicht nur so ein Ja, danke, danke für deinen Kommentar, hey, toll, dass du hier bist, schreiben, sondern ich möchte auch eine vernünftige Antwort geben. Mit einer vernünftigen Rechtschreibung, deshalb möchte ich das nicht so aus der linken Hand auf ein Handy schreiben, sondern in Ruhe am PC, mir Zeit dafür nehmen, mich mit euren Fragen auch beschäftigen. Aber ich lese alles, ich lese auch alles zeitnah. Also wenn ihr jetzt hier was kommentiert und ich sollte das nicht direkt beantworten, in der Sekunde, wo ihr es kommentiert, ploppt das auf meinem Handy durch auf und ich lese diese Kommentare auf dem Handy eigentlich immer sofort. Also ich nehme das wahr, ich kann bloß nicht immer leider zeitnah darauf eingehen. Weil das auch ein bisschen viel geworden ist und das ist ja nur ein Hobby und wenn ich dann eine Antwort gebe, dann soll die echt schon gut sein. Ja, ich überlege gerade, ob ich noch was vergessen habe für so ein erstes Mai-Video. Ich hoffe, ihr seid gut in Mai gekommen. Getanzt hat ja keiner. Maigang wird es heute wohl auch nicht geben, aber macht einen Maigang durch euren Garten, geht an eure Bäume, denn jetzt kommt so langsam die Sonne raus und wir können uns so langsam ein bisschen dem Laub hier erfreuen. Und ich würde jetzt erstmal sagen, danke fürs Einschalten, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in 4 Wochen wieder oder sprechen uns oder schreiben uns. Wer der Gewinner dieses Bäumchens ist. Genau, und lasst mir auch nochmal wissen, bitte in den Kommentaren, ob ihr das eher blöd oder eher gut findet mit so einer Verlosung. Weil es gibt ja jetzt nur einen Gewinner und 99 Verlierer, wie im Motorsport. Der zweite ist der erste Verlierer. Das ist halt so, aber ja. Ich dachte, ich wollte was zurückgeben. So, genug gelabert. Wir schalten die Kiste aus. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Ciao.